So, willkommen zurück. Wieder zu Risen. Es geht weiter. Wir sind waren kurz davor, in diese Höhle zu marschieren und alles kurz und klein zu schlagen, was uns in den Weg stellt. Kommt doch her, ihr schaut euch kaputt. Na, na. Na, schön. Komm her. Ja. Aha, nur eins. Hallo? Zack, und das nächste wie erledigt. Tut mir zwar immer irgendwie leid, besonders Wölfe, das ist ja so ein ganz typisches Klischee. Böse Wölfe. Dabei sind das eher ziemlich scheue Kreaturen. Ja, sie wurden jahrelang gejagt, weil sie angeblich so böse waren. Und sind zum Teil zum Aussterben, also vor Aussterben, vom Aussterben bedroht. Und ja, obwohl, ne, die waren ja sogar Langzeit in Deutschland komplett weg und kommen jetzt langsam wieder. Über Ungarn, glaube ich, oder so. Ich habe jetzt mal irgendwas von gehört in den Nachrichten. Und ja. Aber gut. Oh, oh, Vieh. Vieh, noch ein Vieh, noch ein Vieh. Ich gehe mal kurz hier. So. Können sie noch von einer Richtung angreifen. Aber das ist halt so typisch rollenspielmäßig, Wölfe zu kloppen. Mist. Au. Komm her. Komm her. Au. Au. Ganz ruhig, ganz ruhig. Komm her. Fein. Oh. Au. Ey, ich hab doch Schild offen. Oder Schild. Ne, das Schild halt an. Ja. Ah, zack, fertig. Haben wir die kleinen Viecher. Die Kiste hatten wir schon, ja. Hier ist noch ein Mana-Pilz. Ich meine, also... Vielleicht hier? Hier sieht noch alles ganz gut aus. Okay, hier ist eine Goldader und... Eine Mana-Pflanze, sonst ist hier nicht mehr viel. So. Und hier geht's jetzt nach draußen, aber hier wollen wir, glaube ich, erstmal nicht weiter. Na, hier geht's wieder nach draußen. Jetzt sind wir hier. Aber, ja, nee. Hier müssen wir nicht hin, hier wollen wir nicht hin. Noch nicht zumindest. Wir sind nämlich noch ziemlich low. Ne, wir haben noch keine Rüstung an. Ein einfaches Schwert, ein kleines Schild. Wir sind nicht gerade wirklich gut für den Kampf gerüstet. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Nee. Und ich meine, wir sind schon immerhin Level 2. Das ist ja schon ganz enorm. Oh. Hallo, Hansen, was ist los? Hey, du! Ich muss dich warnen. Ein Krieger des Ordens ist auf unseren Hof gekommen. Als hätte ich es geahnt. Du dürftest ja eigentlich gar nicht hier sein. Hör zu, wenn er dich sieht, dann bist du erledigt. Er wird dich niederschlagen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Und was jetzt? Wir müssen warten, bis er wieder weg ist. Am besten, du folgst mir unauffällig und verschanzt dich in unserem kleinen Lagerhaus. Dort steht ein Bett. Leg dich dorthin und schlaf erstmal eine Runde. In ein paar Stunden ist der Ordenskrieger weg. Alles verstanden? Ja, klingt einfach. In Ordnung. Alles klar. Los geht's. Und pass auf, dass er dich nicht sieht. Ja, ja, schon klar. Es war doch irgendwie klar, wenn die ganze Zeit davon reden. Ah, pass auf, Ordenskrieger könnte kommen. Dann kommt er natürlich. Ist ja klar. Oh, da vorne steht er. Da vorne steht er. Okay, er dreht sich um. Kennen wir. Fläschchen. Zack. So, sind wir hier drin. Jetzt können wir erstmal hier schön plündern. Weil hätten wir, wenn wir vorher ins Lager rausgerannt, hätten wir uns hier umgeklatscht, sag ich mal. Also, ne? Und als Dieb beschimpft und hast du nicht gesehen. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Sonst nichts. Gut, dann gehen wir erstmal knacken. Bis Mittag. Schlafen wir direkt bis Mittag durch. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das regeneriert übrigens unsere Lebens- und Mana-Leiste. Und er ist weg, der Typ. Ich bin mal gespannt, was da noch? Die Luft ist rein. Der Ordenskrieger ist wieder gegangen. Puh, das war knapp. Wenn er dich erwischt hätte, wärst du jetzt schon auf deinem Weg in die Vulkanfestung. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Jo, ja.
Deine hungrigen Wölfe sind erledigt. Du hast sie getötet, ja? Das ist gut. Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Ich hoffe, dass du deinen Weg finden wirst, mein Freund. Das hoffe ich auch. Leb wohl. Und nochmals vielen Dank. Kein Thema. Ich helfe immer wieder gerne. Und hier ist noch ein Ei. Hallo? Da. Nein. Da. Fum. So. Gibt es nur noch einem zu helfen, wenn ich mich nicht irre? Oder? Ich glaube, ich irre mich. Ich glaube, ich irre mich wirklich. Ja, ich irre mich. Okay, gehen wir zurück. Ich glaube, alles hier ist erledigt. Erstmal. Sup. Sup. Ja, ich erinnere mich. Hier ist alles fertig. So. Wegen deines Hofes. Die hungrigen Wölfe in der nahegelegenen Höhle sind erledigt. Das ist die beste Nachricht seit langem. Das hast du vortrefflich gemacht, Fremder. Nimm dies als Lohn. Oh ja. Tellur hat nichts zu tun für mich. Er ist schon lange mit seiner Arbeit fertig. Ja, Tellur ist unser Bester. Eines nicht allzu fernen Tages wird er uns allen noch etwas beibringen können. So. Die Kornernte hat sich erledigt. Gut. Danke für die Nachricht. Hier hast du ein paar Münzen. Tja, Benny ist unser Sorgenkind. Ohne tatkräftige Hilfe wird er es nicht weit bringen. Er sollte vielleicht noch einmal seinen Wunsch, Magier zu werden, überdenken. Ja, ich glaube, wir sind jetzt heute fertig, ne? Ich denke, auf deinem Hof gibt es nichts mehr zu tun für mich. Gut, dann steht es dir nun frei zu gehen, Fremder. Hier hast du ein paar Dinge, die dir auf deinem Weg nützlich sein werden. Möge dich die heilige Flamme schützen. Wenn du immer noch zur Hafenstadt willst, dann geh nun zu Bruder Tellur. Er wird dir den Weg zum Hintereingang der Stadt zeigen. Danke. Geht klar. Lass uns handeln. Einmal kurz zu handeln. Vielleicht haben wir noch irgendwas Neues zu verkaufen. Hier ein Stock. Behalten wir die erstmal. Ja. So ein Kram nehmen wir erstmal mit. Den brauchen wir mit. Die können wir verkaufen. Na, die lassen wir erstmal hier. Die können wir verkaufen. Hup. Handeln. Na ja, sitzen Gold zumindest. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Na, 370 Gold. Das ist doch schon mal ein bisschen was. So, Tellur. Führ uns doch jetzt mal in die Stadt. Tristan sagt, du sollst mich zum Hintereingang der Hafenstadt bringen. Kein Problem. Es ist aber ein weiter und gefährlicher Weg, musst du wissen. Bereite dich also darauf vor. Okay, bin bereit. Ich bin bereit. Auf zur Hafenstadt. Gut, folge mir. Aber bleib dicht hinter mir, klar? Kein Thema. Und so geht unsere Reise weiter. Auf unserer nächsten Station. Ja, und in der Hafenstadt werden wir diesmal ein bisschen länger bleiben. Die Insel ist voller Gefahren. Auch dieser See hier unten. Aber wenn du auf dem Steg bleibst, kann dir nichts passieren. Komm, weiter geht's. Okay. Gefährlicher See. Was ja, klar, ist? Hier sind jede Menge Mottenviecher, diese, nee, wer sind die Viecher denn? Keine Ahnung. Grabmotten oder so. Irgendwelche Riesenmotten halt. Die sind schon ein bisschen stärker als die, die wir getroffen haben. Ich glaube, so Krallenfalter, so heißen die. Die sind Fallen ordentlich stark. Deswegen sollten wir uns mal mit denen noch nicht anlegen. Ne, ihr seht schon, ihr hört schon. Ich bin ein bisschen feige am Anfang. Aber so ist das halt. Folge mir. Ja, oh Gott, der stresst hier rum. Ich plünder halt gern. Ich laufe doch nicht blindlings durch die Welt, wenn ich doch so viel noch erkunden kann. Da ist eine Truhe. Ah, das sind jede Menge Viecher, ich glaube, die lasse ich mal in Frieden. Ja, ich bin schon Was da. Was ist? So, hier geht's runter zum Haupttor der Hafenstadt. Aber jemand wie du ist besser beraten, wenn er nicht darunter geht. Du würdest nur einem Trupp Ordenskrieger in die Arme laufen. Naja, und was die mit dir anstellen, brauche ich dir ja sicher nicht mehr erzählen, oder? In Ordnung, hab's kapiert. Geh weiter. Gut, dann mal los.
Hier sind auch schon die ersten Schilder. Ab zur Hafenstadt. Jetzt geht's hier noch, zeigt er uns auch an. Hey. Wenn du diesem Weg hinauf folgst, wirst du zur Vulkanfestung gelangen. Aber was red... So, Entschuldigung, es gab gerade mal einen kleinen Cut. Ja, geh weiter. Gut, na dann komm. Ist es jetzt Nacht geworden in der Zeit? Ich glaube schon. Ich glaube, vorher war es nicht Nacht, oder? Das muss ich gleich mal angucken in der Aufnahme. Wir müssen weiter. Okay. Entschuldigung, ich hatte gerade ein bisschen gefailt. Aber es geht jetzt weiter. Und es geht weiter. Ups. Achso, es speichert nur. Ich dachte schon, stürzt wieder ab. Es geht weiter in die Stadt. So, den Rest bis zum Hintereingang der Stadt musst du alleine gehen. Es ist aber nicht mehr weit. Halte dich von hier ab Richtung Süden, durch den schmalen Korridor dort. Immer weiter nach Süden. Und du wirst auf eine hohe Felswand treffen. Dieser folgst du einfach weiter. Sie wird dich direkt zum Stadttor führen. Und was passiert dann? Ich vermute, dass eine Wache der alten Stadtgarde vor dem Tor steht. Naja, aber ich schätze, dir wird schon was einfallen, wie du den Wachposten überredest, dich passieren zu lassen. Überreden? Wie soll das laufen? Sagen wir mal so, wenn du genug Gold dabei hast, wirst du seine ganze Aufmerksamkeit haben. Das war schon immer so bei den Jungs der alten Stadtgarde. Verstehe. So, ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Kornfeld. Viel Glück und lass dich nicht unterkriegen. Hab ich nicht vor. Vielen Dank, lieber Tellur. Dann gehen wir mal ab in die Stadt. Ist echt dunkel. Ich gönn mir noch mal eine kurze Fackel. Fump. Oh, ein schlafender Wolf. Ich speichere mal ganz kurz. Ich mag es, dass es wieder so ein Immerlabimmer-Wolf ist. Er wird nicht wach. Nee, ist ein schwacher Wolf. Tut mir ja schon fast leid. So, da war jetzt ein Pfeil. Okay, dann gehen wir schon da lang. Fum. Oh, Kacke. Ich höre Gnome. Oh Gott, ich höre Gnome. Ich drück mich. Ich glaube, das sind nämlich die stärkeren Gnome schon. Ich weiß es aber nicht. Ich will jetzt nicht noch sterben, bevor ich in die Stadt ankomme. Hallo? Hier ist die große Felsmauer anscheinend. Folgen wir eh mal. Jetzt mal nicht zu sehr hier in den Wald rein. Ich will nicht wissen, was da alles auf uns lauert. Naja, naja. Oh, Viecher. Ich lasse ihm erstmal alles in Frieden, okay. Fum. Okay, tut mir nichts. Ah, da ist das Tor und die Stadtwache. Und hier hat wohl jemand Gold aus dem Fenster geschmissen. Okay. Nehmen wir uns das mal. Fump. 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 Und. Fump. Nein, die Fackel geht aus. Oder? Nee, ich dachte schon, die blinkt. So, ist hier noch irgendwas? Ich denke erstmal nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir in die Stadt. Ich hoffe, wir kommen rein. Hey, du! Was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Ja, ja klar, deswegen will ich ja rein. Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Okay. Wie viel? Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Oh ja. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also,
Wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Na, schon mal ein netter Deal. Lass uns handeln. Haben wir denn vielleicht noch irgendwas? Na, ich glaube, wir haben letztens alles verkauft. Ach so, Quatsch, kann man verkaufen. Braucht kein Mensch. Na, hier ist so ein bisschen. Ja, ich glaube, das war's aber schon. Die Karte würde ich ungern verkaufen. Das können wir auch gar nicht. Aber komm. Dennoch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Gut, gönnen wir uns mal ein bisschen Geld. Jetzt haben wir 400. Naja. Lass mich jetzt in die Stadt. Du hast es ja ganz schön. 100 Gold eilig. Ist immer noch viel, aber. Willst du gar nicht wissen, was dich da drinnen erwartet? Nein. Ja, hier ist dein Gold. Lass mich in die Stadt. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. Sonst landen wir beide noch in der Vulkanfestung. Jetzt lass mich endlich rein. Pass auf, du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Es ist besser, wenn ich dir eine Karte der Stadt mitgebe. Viel Glück, du kannst es brauchen. Das ist doch fair. 100 Gold, eine Karte und dafür rein. Finde ich okay. Und wir sind drin. Und ich glaube auch, an dieser Stelle beende ich mal wieder die Folge. Und ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh, fast wieder auf F9 gedrückt. So, tschüss.